Ach, es ist Sonntag, der 7. Februar 2016. Und ich muss das Video von gestern noch schneiden jetzt. Also werde ich mich gleich ransetzen. Nachher Strand, so wie es aussieht. Wetter sieht super aus. Und Mama anrufen. Sonntags ist immer Mama anrufen Tag. Damit die weiß, dass alles in Ordnung ist mit dem Jungen. Wasser ist heute sehr weit zurück. Der Strand ist heute noch breiter. Also ich fühle, weiß ich nicht, 3-4 Meter bestimmt. Naja, wer weiß. Irgendwas hat es bestimmt zu bedeuten, aber ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht Ebbe und Flut, wie manche immer schreiben. Ebbe und Flut gibt es an der Ostsee nämlich nicht. Ist nämlich lustig, findet man ab und zu mal so im Netz Artikel über Ostsee und Usedom und den Urlaub hier und steht dann drin, ja, und Ebbe und Flut und der Hund ist unglaublich, springt mir die ganze Zeit vor der Füße, weil sie ihren Stock vergessen hat. Dann bin ich an der Stelle, wo ich einen Zeitraffer aufnehme und sage ihr, na komm, los, such. Dann fliegt die 5 Minuten über den Strand rüber und zack, kommt sie wieder und hat einen Stock. Die würde mitten auf dem Wasser einen Stock finden. Das ist unfassbar. Vögel rotten sich zusammen in Scharen. Die Apokalypse ist nah. So, letzte Gassi-Runde. Ich muss gleich zur Arbeit. Video ist hochgeladen. Schon öffentlich auf YouTube. Muss nur Feintuning machen. Und Blogpost veröffentlichen. Jetzt aber schnell. Oh, Scheiße. Ist schön lieb, ne? Ist schön lieb. Schön lieb. Thank you.
Regen. Ich könnte auf den Wetterbericht gucken sollen, bevor ich halt zur Arbeit bin. Mehr Regenschirm mitnehmen können, wenigstens meine Mütze wieder aufsetzen können. Aber als ich zur Arbeit bin, schien die Sonne. Hey, mein Scheißer. Hey, na du, ja. Feierabend. Bevor wir gleich noch über Twitter reden, gehe ich erstmal duschen. Gassi war mal gerade schon, der Hund war nicht sehr begeistert, dass er nass wurde. Aber so ist das. Okay, Twitter ändert also seinen Algorithmus und die Timeline. Und alle so, wow, große Tara, Twitter wird sterben, ich werde Twitter verlassen. Alles ganz schlimm. Aber was macht Twitter eigentlich? Twitter will die Timeline von chronologischer Sortierung ändern auf Sortierung nach Relevanz für den einzelnen User. Wie der Algorithmus funktioniert, wonach sie da gehen, keine Ahnung, aber so war die Ansage. Und das schon ab morgen oder kommende Woche auf jeden Fall. Wie schlimm das dann wirklich ist und wie schlimm es dann für den Einzelnen ist, keiner kann es sagen. Ich glaube, die meisten haben einfach nur Angst vor Veränderungen und regen sich deswegen auf. Mir persönlich ist es eigentlich egal. Ich lese meine Twitter-Timeline so gut wie nie. Ich habe 610 Follower und ich folge 257 anderen Twitterern. Wenn ich mir die Tweets von 257 Leuten anschauen würde, wäre ich den ganzen Tag damit beschäftigt und hätte nichts anderes mehr zu tun. Von den 257 Leuten, denen ich da folge, interessieren mich die meisten nur sporadisch. Vielleicht 5 bis 10 Leute, die mich wirklich interessieren, wo ich wirklich jeden Tweet gerne sehen möchte. Ob die Tweets dann nochmal interessant für mich sind, ist eine andere Sache, aber ich möchte sie erstmal sehen. Und dann gibt es eine ganz tolle Sache, zumindest in der Twitter-App für iOS, in der Original-Twitter-App, die ich ausgesprochen gut finde. Ich habe alle anderen probiert, Tweetbot und wie sie alle heißen. Am Ende bin ich immer bei der App von Twitter direkt gelandet, weil die einen ganz großen Vorteil hat. Denn ich kann mich mit der Twitter-App über die Tweets von bestimmten Leuten benachrichtigen lassen. Also, wenn Jens einen Tweet absendet, bekomme ich eine Push-Nachricht auf meinem Telefon. Ich habe meine Twitter-Timeline also schon längst nach Relevanz sortiert. Und nicht die Tweets von Leuten sind relevant, sondern die Leute selbst sind relevant. Und deswegen lasse ich mich über die Tweets von den für mich relevanten Leuten benachrichtigen. Ganz einfach. Vielleicht ist der Algorithmus von Twitter richtig gut. Vielleicht sortiert er wirklich sehr gut aus, was relevant ist für mich und was nicht. Vielleicht fange ich dadurch wieder an, meine Timeline zu lesen. Und vielleicht sollte man wirklich erstmal abwarten und schauen. Dann kann man sich immer noch mal aufregen. Was Twitter machen sollte, vielleicht können sie es einstellen, dass jeder aussuchen kann, ob ich meine Timeline chronologisch sortiert haben möchte oder ob meine Timeline nach Relevanz sortiert ist. Das sind so meine Gedanken zu der Sache. Und solange die Twitter-App mich weiter mit Push-Nachrichten benachrichtigt, wenn jemand für mich relevant ist, einen Tweet absendet, ist für mich alles okay. Ja, und das war's für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage wie immer bis morgen. Tschüss.